Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Bound by Flame. Ich bin Marv und wir sind hier noch in der Stadt unterwegs. Ich werde jetzt gleich nach draußen gehen, aber habe hier unten noch so ein bisschen was gesehen, dass ich hier noch ein bisschen mit ein paar Leuten reden kann. Mit dem einen oder anderen hier vielleicht noch ein bisschen die Hütte erleichtern kann. Wie ihr seht, hier die eine Truhe schon wieder. Herzstaub, okay. Ich muss hier eh mit der Heilerin reden. Wirklich? Lass mal sehen. Du pisst kein Blut, du kotzt keine Eingeweide aus, beide Beine, wo sie hingehören, und sie scheinen dich gerade zu halten. Gratuliere, siehst so aus, als schaffst du es. Und nun entschuldige mich, aber ich muss noch weitere Wunder vollbringen und habe keine Zeit, mich um Leute in deinem Zustand zu kümmern. Okay. Langsam, langsam. Ich gehöre zu den freien Klingen. Ich bin keiner der Flüchtlinge. Und wenn du der schwarze Sturm persönlich wärst, du stehst mir im Weg, ich habe Dinge zu erledigen. Ja, die ist natürlich sehr direkt, die gute Frau. Dann wollte ich mich eh nicht mit ihr unterhalten. Meine sehr verehrten Zuschauer wollen jetzt eh hier mal wieder ein bisschen Action sehen. Ich könnte ja nicht einfach nur am Quatschen sein, sondern hier auch so ein bisschen mal was machen. Den quatschen wir aber trotzdem noch an. Ja? Wer bist du? Von den verdammten Söldnern, richtig? Verdammter Söldner, ja, stimmt genau. Weißt du, wie ich euch nenne? Hurenkling. Und ich habe keine Zeit für Huren. Also. Du kritisierst meine Moral, du Haufen Scheiße? Zumindest arbeiten Huren. Wenn du genug Geld hast, um auf Wache betrunken zu sein, gibt man dir zu viel Geld. Verpiss dich, Hurenklinge. Alter. Das können wir auch ganz anders regeln. Hättest du jetzt Haare gehabt, hätte ich dir eine neue Frisur geschnitten. Aber man darf ja nicht immer gleich jeden töten, nur weil er einen irgendwie nervt. Das ist ja im wahren Leben halt auch so, das wisst ihr ja sicherlich. Gibt genug Leute, wo ihr sagt, oh Mann, ey, geh mir nicht auf den Sack. Aber da muss man einfach manchmal drüber stehen. Kann man nichts machen. Schön alles einsammeln, wenn ich was finde. Hurenklinge. Was ist denn so einer? Büffel! Halt mal, Sprengmeister. Hast du dich immer noch nicht selbst in die Luft gejagt? Ja. Ziemlich ruhig in der Gegend, was? Ja. Zu ruhig für meinen Geschmack. Meinst du wirklich, die Todwandler werden diesen Ort einfach vergessen, nur weil der Sumpf gefährlich ist? Nein, aber er wird sie verlangsamen. Und dann sehen wir sie vielleicht kommen. Du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass sie schon da sind. Hier liegt irgendetwas Übles in der Luft. Und damit meine ich nicht den Gestank der Einheimischen. Für mich fühlt es sich so an, als ob uns die finsteren Fürsten des Eises beobachten. Und zwar genau in diesem Moment. Okay. Ich habe einige Fragen an dich. Die finsteren Fürsten des Eises. Dann hast du es also aus dem Tempel geschafft. Das habe ich. Ich nehme an, meine Zeit war einfach noch nicht gekommen. Ich schätze, das wird unter den jungen Spunden für noch mehr Gerüchte sorgen. Der ewige Überlebende. Am Arsch. Es gibt Tage, an denen wünsche ich mir nur, es wäre endlich alles für mich vorbei. Ich sag's dir. Am Ende wirst du es sein, der uns alle zu Grabe trägt. Ja, ja, das kann schon sein. Aber ich gehe jetzt. Bis später. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen um meine Aufgaben kümmern. Mal schauen, ob ich hier was finde. Irgendwie was Sinnvolles. Ach so, da ist es, glaube ich, nur nachts, ne? Wenn da schon so ein Bett steht. Hauptmann! Bei den Göttern, diese Leute sind Amateure! Das Dorf ist so sicher wie die Unterwäsche deiner Oma. Nicht eine einzige Wache auf ihrem Posten. Schlimmer, als ich befürchtet habe. Ich kümmere mich darum, Hauptmann. Gut, ich zähle auf dich. Denk dran. Wenn du das vermasselst, werden wir alle in die Reihen der Todwandlerarmee aufgenommen, sobald ihre Späher diesen Ort gefunden haben. Tja.
Hauptmann? Das ist Randval. Er spricht komisch, aber hat's echt drauf. Du bist also Randval, hm? Das ist der Name des Ritters. Wie kann er dir seinen Heldenmut beweisen? Na schön. Danke für die Warnung, dass er ein bisschen komisch spricht. Wohl an, Jungchen. Jetzt brauchst du nur noch ein Duell mit mir auszutragen. Gib bloß dein Bestes. Es wird dem Ritter eine Ehre sein, mit dem Mann zu kämpfen, von dem es heißt, er wäre noch nie geschlagen worden. Oha. Wenn du meinst, ich lasse dich mit einem Klaps davonkommen, nur weil du mir schmeichelst, dann kannst du das vergessen. Wie ich schon sagte, gib dein Bestes. Der Ritter hofft darauf, der Erste zu werden, der ihn niedermachen kann. Er wird mit harten Bandagen kämpfen. Das gefällt mir schon besser. Wollen mal sehen, was du drauf hast, Jungchen. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Willkommen bei den Freiwilligen, ach, komm schon, mein Junge. Hättet ihr doch eine Kampfsequenz machen können. Wurden bei uns so langsam knapp. Und du kämpfst wie ein echter Mann. Aber gegen mich hast du noch lange keine Schnitte. Vulkan, er ist dein Rekrut. Du kannst dich um ihn kümmern. Na los, komm in die Gänge. Naja. Willkommen bei den Freien Klingen, mein Freund. Nimm es nicht allzu schwer. Der Beitrittskampf ist eine Demütigung, die wir alle durchleiden mussten. Einschließlich mir. Der Hauptmann hat sich seinen Posten und seinen Ruf verdient. Er ist ein herausragender Krieger. Der Ritter wird stolz darauf sein, unter seinem Befehl zu dienen. Nach solch einem Kampf wird sich der Ritter eine Weile ausruhen müssen. Er bittet aber darum, dass sein Freund, der jetzt auch sein Bruder ist, zu ihm kommt, wenn er Hilfe braucht. In Ordnung. Wir sehen uns später. Jetzt ist er weggegangen. Wollte doch mit dir jetzt Abenteuer erleben hier. Große Schlachten schlagen. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Hauptmann. Vulkan, ich liebe unsere kleinen Gespräche. Aber hast du nichts zu tun? Ja, komm, ich wollte doch nur fragen. Hauptmann, ich wollte fragen... Du fragtest, ob die Freien Klingen den Dorfbewohnern helfen können. Ist das noch aktuell? Solange wir uns hier aufhalten, klar. Warum? Tja, dann... Die Dorfbewohner haben mir von einer Bestie erzählt. Ich muss ihre Höhle finden. Falke hat mir davon vor einiger Zeit erzählt. Er meinte, er hätte einige seltsame Spuren gefunden, die in die nördlichen Sümpfe führen. Ich werde den Spuren folgen. Wo ist Falke? Keine Ahnung. Ich habe ihn zur Aufklärung in den Teil des Sumpfes geschickt. Bisher ist er nicht wiedergekommen. Tja, dann. Ich gehe. Werde ich ihn wohl mal suchen, den guten Falken. Aber erstmal muss ich Randval wiederholen. Warte mal, steht er da jetzt? Nee, das ist der Hauptmann, ne, der hier angezeigt wird. Ja. Was? Ich will nicht schlafen. Ich muss Randval finden. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier ihn sage, hey, willst du mit dabei sein? Er sagt, ja, ich bin gern dabei. Und dann irgendwie verlässt er mich. Wie blöd. Kann ich auch mit irgendwem quatschen. Dir. Renko. Einen guten Tag wünsche ich. Ich glaube, heute ist dein Glückstag. Tatsächlich. Oh. Wirklich? Was versuchst du mir zu verkaufen? Verkaufen? Direkte Worte, die mich kränken. Nein, leider habe ich nichts zu verkaufen. Außer ein paar erstklassige Informationen, die dir bestimmt helfen würden. Tatsächlich. Informationen? Was für Informationen? Nun, eine kleine Entschädigung wäre sehr willkommen. Durch den Krieg ist so wenig geblieben. Ja, dann. Bin ich von der Wohlfahrt? Du hast die Wahl. Spuck die Information aus oder deine Zähne. Du bist... ziemlich einschüchternd. Nun gut. Es scheint so, als kennen die Roten Weisen einen Weg, den Krieg zu gewinnen. Sie haben scheinbar jemanden gefunden, der Feuer spucken kann und so die dunklen Eisfürsten nur mit einem Blick verbrennen kann. Du machst Witze, oder? Nein. Ich schwöre, dass ich das aus erster Hand habe.
Und du willst, dass ich dafür bezahle? Du bist lustig. Bitte, bitte. Ich schwöre, dass es stimmt. Ich versuche nur zu überleben. Bitte nicht schlagen. Ich lasse dich dieses Mal. Aber versuch nie wieder, mich zu verarschen. Ich wollte dich fragen... Es ist anstrengend, ein Flüchtling zu sein. Das Leben eines Flüchtlings ist bestimmt schwierig. Ich bin seit Jahren auf der Flucht. 5, um genau zu sein. All diese Jahre auf der Straße. Und glaub mir, es ist nie einfach. Aber dieses Dorf ist ein guter Ort. Die Heilerin gibt uns meistens Nahrung und wir sind sicher. Es gibt Schlimmeres. Na dann. Hast du von der Bestie gehört, die außerhalb des Dorfes lebt? Jeder spricht davon. Schwer, nichts davon zu wissen. Aber es gibt hier überall Tiere. Du hörst sie in der Nacht überall heulen und kratzen. Aber ich glaube, dass da draußen etwas Größeres und Gemeineres als alles andere ist. Ohne zu wissen, was es ist. Ja. Genau. Ich gehe. Genau. Ich glaube auch, dass da irgendwas ist. Aber ich gehe dann wieder. So. Steine. Ein paar Juwelen. Das ist doch schon mal schön. Jetzt hätte ich gern irgendwie den Kollegen wieder, den ich dabei hatte. Muss ich den erstmal finden. Der wird doch hier jetzt irgendwo wieder sein, ne? Der ist wahrscheinlich wieder im Gasthaus gelandet. Und muss erstmal auf den Schrecken einen trinken. So, bei dir. Das ist nur noch ein. Hast du nichts Besseres zu tun als... 2 Sekunden. Der Verwalter persönlich hat mich geschickt, um dir zu helfen. Wundervoll. Ich bitte ihn seit Monaten um seine Hilfe und er schickt mir einen gepanzerten Affen. Kennst du dich mit Medizin aus? Dein Werkzeug wirkt eher barbarisch. Tja, das ist ja nett. Vielleicht kann ich dich überraschen. Wirklich? In diesem Fall brauche ich ein paar schwarz-ockerfarbene Wasserlilien, Wurzeln der Varatane und einige Lymphdinia-Blätter. Da du ja so schlau bist, wirst du keine Probleme haben, sie zu finden und mir zu bringen. Unverschämtes Weib. Wenn ich giftigen Efeu finde, mache ich dir ein nettes Mahl. Dann kannst du ihn dir dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Nun, zumindest bist du nicht ganz dumm und vielleicht sogar in der Lage, giftigen Efeu zu erkennen. Vielleicht habe ich zu früh geurteilt. Du kannst tatsächlich etwas für mich tun. Ich sorge mich um meinen Assistenten Haimon. Ich habe ihn seit einiger Zeit nicht gesehen und fürchte, dass er in den Sumpf gegangen ist, um meine Kräuter zu suchen. Wir sind gezwungen, immer tiefer hineinzugehen, um welche zu finden. Mit all dem, was derzeit passiert, habe ich ihm verboten, alleine rauszugehen. Aber der Junge ist so dickköpfig. Ah, Eselskopf. Ich hasse solche Leute. Bitte finde ihn. Er ist ein guter Junge. Seit er hergekommen ist, hat er den anderen geholfen. Ohne ihn wäre mein Haus der Heilung das Haus des Todes. Wenn ich mich durch den Sumpf schlage, um ihn zu finden, kann ich auch gleich nach deinen Kräutern suchen, oder? Hast du Bilder oder Beschreibungen davon? Ja, das ist eine gute Idee. Ich wäre dir sehr dankbar. Aber am wichtigsten ist, dass mein Assistent Haimon wohlauf ist. Er hat die Priorität. Ansonsten brauche ich Nahrung und Heilkräuter. Und natürlich würde ich nicht Nein zu einigen fertigen Tränken sagen. Meine Vorräte gehen so schnell zur Neige. Ich gebe dir die Zeichnung, die ich für Haimon gemacht habe. So kannst du die Exemplare erkennen, die ich brauche. Er kann sie bereits ohne Hilfe erkennen. Okay. Pflanzen, Tränke, Futter und ein Assistent. Wenn ich etwas Elfentee finde, willst du dann davon auch eine Tasse? Das wäre großartig. Tja. Dann gehe ich jetzt. Ich gehe. Bis Leute, wir später. Sind die ganze Folge schon wieder dabei, nur irgendwelche Gespräche uns anzuhören. Oh, aber es gibt offensichtlich sehr viele Erfahrungspunkte. Ich bin gleich im Level aufgestiegen. Da hätte ich jetzt so gar nicht mitgerechnet. Habe ich auch nicht drauf geachtet. So, wo ist mein Kollege? Mitten in der Nacht hole ich ihn aus der Schenke raus. Kann nicht sein, dass er sich da einfach hin und wieder zurückzieht. Na, komm. Naja, nicht schlagen. Dann ziehen wir los.
Auch wenn das diese Folge wahrscheinlich wieder sehr kurz wird. Wie immer. Also, Kollege. Der Söldner grüßt dich, Ritter. So, dann. So, warte. Und? Wie fühlst du dich? Der Ritter ist überglücklich, neue Waffengefährten zu haben. Das ist doch gut. Warum sprichst du so komisch? Wieso sprichst du so? Immer in der dritten Person. Die Art, wie Leute sprechen, ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Und ich komme von einem anderen Ort. Der Ritter kommt von dem Kriegsstamm der Al'Ghandar und ist stolz darauf. Okay. Was will dieser Verwalter von mir? Der Hauptmann hat dem Verwalter die Dienste der Freien Klingen zugesagt. Der Verwalter wird bestimmt eine Aufgabe für den Söldner haben. Na, die hab ich schon. Verdammter Mist! Ich werde für den Typen die Drecksarbeit machen müssen. Mist! Ich hätte bei dem Rest der Kompanie bleiben sollen. Ich gehe. Nee, du sollst mitkommen hier. Nein, nicht ihn töten. Der Söldner grüßt dich, Ritter. Randval, ich brauche dich. Komm mit mir. Der Ritter Follow ist erfreut. Me. So, mit dir kann ich auch noch mal reden. Vulkan, was für... Reden wir über die A... Wir sprechen später noch mal. Genau, weil jetzt gehen wir nämlich los hier. Hör mal auf zu schlagen hier. Also das der Raum verlassen und schlagen und so alles immer die gleiche Taste ist, ist dann schon ein bisschen schwierig. So, mitten in der Nacht. Das muss ich hier nur noch aus dem Lager rausfinden. Dann können wir uns nämlich auch noch mit ein paar Viechern betteln. Sagt, sie sind auf dem richtigen Weg, mein Lord. Müssen aber eigentlich nach unten gehen, um diesem Weg genau zu folgen. Um den richtigen weiteren Weg einschlagen zu können. Hinter diesem Mann durch das Lager durch. Bin ich auf der anderen Seite des Lagers? Ich check jetzt nicht ganz, wo ich denn da raus muss. Da hinten. Jetzt bin ich hier wieder bei dem. Laufen wir mal einfach hier lang. Hier war doch der Typ, genau. So. So. In den Sumpf. Komm. Südliches Delta. Okay. Vielleicht werde ich da die Bestie, diese Riesenspinne finden. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Jetzt ist die Folge gleich schon wieder vorbei und ich bin jetzt hier immer noch am Rumeiern. Aber dann machen wir das einfach so, dass jetzt die Folge vorbei ist. Und in der nächsten Folge, jetzt dieses Mal wirklich, ja, solange ich jetzt nicht 45 neue NPCs hier finde, geht's hier los mit der Action. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.